Als nächstes spricht Lisa Paus, Bündnis 90 Die Grünen, Direktkandidatin in Berlin für den Bundestag. Schön, dass ihr alle hier seid. Sieht gut aus von hier oben. Ich würde mal so schätzen, so 2000 könnten es durchaus sein. Gibt es denn irgendwelche Schätzungen von der Polizei? Ich bin heute hier, auch als Grüne und als Bundestagsabgeordnete, weil ich gerne möchte, dass wir weiterkommen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Leute wie Ralf zeigen nochmal, dass die Sanktionen grundsätzlich immer die falschen Leute treffen und deswegen müssen die Sanktionen weg und deswegen brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland. In den letzten 4 Jahren sind wir, glaube ich, mehr geworden. Und auch in den verschiedenen Parteien ist das mehr diskutiert worden. Und deswegen finde ich es an der Zeit, dass zumindest in den nächsten 4 Jahren auch der Bundestag sich konkret damit beschäftigt, was ein bedingungsloses Grundeinkommen ist und wie wir konkret ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland einführen können. Genau. Weil die Argumente, die kennt ihr alle. Ja? So, es wurde ja versucht mit den Fördern und Fordern. Aber der repressive Sozialstaat, der gehört einfach nicht ins 21. Jahrhundert. Der hätte ja im 20. Jahrhundert schon abgewickelt werden müssen. In der heutigen Zeit, wo wir alle miteinander erleben, dass praktisch alle Lebensbereiche ökonomisiert sind. Wo die Helden zurecht singen, was ist denn eigentlich Arbeit? Ja? Ist es Arbeit, wenn ich da am Computer sitze? Oder ist es Arbeit, wenn ich mich fit machen muss für meinen Job, weil ich zum Sport gehe, ja, um in mein Humankapital zu investieren? Ja? Da ist ja praktisch kein Unterschied mehr. Also wenn ich die Ökonomisierung aller Lebensbereiche habe, dann zu unterscheiden zwischen dem, der arbeitet und dem, der nicht arbeitet, ist einfach absurd. Und deswegen brauchen wir eine Änderung, deswegen brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen in Deutschland. Ich fühle mich hier super wohl unter all den Königinnen und Königen hier am Ort und ich finde, wir sollten noch viel mehr Königinnen und Könige werden in Deutschland. Und deswegen lasst uns jetzt alle gemeinsam losgehen, streiten, demonstrieren, damit tatsächlich wieder hinkommen zur Sanktionsfreiheit, damit auch endlich die überforderten Fallmanager in den Jobcentern entlastet werden, die ja selber einen Scheißjob machen müssen. Die sind ja auch mal selber befristet beschäftigt. Was hast du da? Ex-Fallmanager? Ex-Fallmanager. Hier vorne steht ein Ex-Fallmanager. Ja? So. Der jetzt eben nicht mehr dabei ist. Und viele seiner Kollegen, ne, sind eben nicht festangestellt, sind befristet drin gewesen, waren unter dem Knüppel sozusagen der Vorgaben von Nürnberg, sollten da irgendwelche Einzelfallberatungen machen, vermeintlich für den Kunden, für den Klienten, aber faktisch mussten einfach die Fallzahlen von Nürnberg durchgesetzt werden. Und das muss eben einfach aufhören. Die ganzen unsinnigen Maßnahmen, die müssen schlichtweg aufhören. Die Leute sollen das machen können, was sie können und was sie wollen und nicht, was in irgendeinem Programm drin steht. Und deswegen lasst uns loslegen. Danke.